ohne zuerst dem eigenen Volk zu helfen, wetten, dass 99% von euch sich nicht trauen, dies zu kopieren. Armes Deutschland mit ganz vielen Ausrufezeichen, damit man merkt, wie sauer ich bin. Ich trau mich, wer noch? Let us all unite! Will I ever find my place? Lost in this world of hopeless pain. So Leute, was geht? Und das ist meine erste Runde Black Ops. Nein, das ist kein Black Ops 3. Ja, wir spielen immer noch MW3. Da sich ja viele wissen, dass ich mir ja eine PS4 zulegen will, allerdings bis jetzt noch nicht die Zeit hatte, meine Xbox One zu verkaufen. Und ja, ich habe jetzt nicht eingesehen, irgendwie Black Ops 3 für 70€ für die Xbox One zu kaufen, nur damit ich ins erste Prestige komme und dann, nun ja, die dann direkt wieder verkaufe. Ich finde das irgendwie so ein bisschen unnötig, deswegen, ja, warte ich denn lieber. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen ganzen Trend, kann man ja schon fast sagen, auf Facebook mitbekommen habt, aber es gibt in letzter Zeit immer mehr so, nun ja, rechtsradikale oder neonazimäßige, nun ja, Gruppen, beziehungsweise Asylkritiker, die da wirklich so einen Bullshit posten, wirklich Leute, das glaubt ihr nicht. Ohne Scheiß, ich dachte mir wirklich fast jedem Post einfach nur so. Sachen passieren, die glaubt man gar nicht. Übrigens, falls ihr gar nicht wisst, von wem ich das die ganze Zeit use, das ist hier von unserem Leading Striker, hier auch ein Junge aus OX. Grüße an dich, Marc. Der macht auch extrem gute Videos, also schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, der hat das nämlich auch mal seinen Kanal verlinkt. Also falls ihr Leading Striker gar nicht kennt, den ich den immer da benutze mit dem kleinen Skit, kann man sagen, dann schaut da mal in die Videobeschreibung. Der Junge macht echt gute Videos, Alter, ohne Scheiß. Alter. Aber ja, Nazis auf Facebook. Und wir schauen uns jetzt einfach mal random irgendeinen Post aus dieser Gruppe an, ja? So, Christine schreibt, ich hoffe, dieser Winter wird kalt. Ja, wegen den Flüchtlingen meint sie das natürlich, weil die ja nicht alle eine, nun ja, Obhut haben, beziehungsweise kein, nur, sag ich mal, ein Dach über dem Kopf und deswegen, nun ja, auch viele im Freien schlafen müssen, in Zelten und so einem Scheiß und denen ist natürlich extrem schlecht geht jetzt so im Winter, ja? Und anhand der Likes auf diesem Post merkt man schon, was für eine abgefuckte Scheißgruppe das hier ist, ja? Ich meine, das sind einfach fucking Menschen, die dort draußen einfach frieren, ohne dass man sie kennt, ihnen einfach etwas Schlechtes zu wünschen. Ich finde das so unglaublich krass eklig, das glaubt ihr gar nicht. Mit dem man wahrscheinlich auch nie reden wird, weil man sie ja schon von ihrer Herkunft der hasst, sage ich mal, denen wirklich etwas Schlechtes wünscht. Ohne Scheiß, das finde ich so krass eklig, das ohne Scheiß, das glaubt ihr gar nicht, ne? Was ist das? Oh mein Gott! Und darunter steht auch schon, oh, unsere armen Obdachlosen, es werden diesen Winter so viele Deutsche sterben wie nie zuvor. Ja, sicher, es sind noch nie so viele Deutsche gestorben wie in diesem Winter. Zweiter Weltkrieg. Aber ich meine, what the fuck, Alter, warum kümmern sich Nazis erst jetzt um Obdachlose oder so? Als ob es Obdachlose seit heute gibt oder so. Jedes Jahr, seit der Zivilisation der Menschen gibt es Obdachlose, ja? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja? Und seitdem erfrieren auch jedes Jahr, ich denke mal, auch in Deutschland, Obdachlose auf der Straße. Das ist nun mal so. Und erst seit die Flüchtlinge da sind, sterben die oder was? Seid ihr behindert? Und da höre ich auch echt oft das Argument so, ja, die Flüchtlinge haben ja noch gar nichts für Deutschland getan und bekommen direkt Geld und Leute, die schon mal was für Deutschland getan haben, müssen hungern und kriegen gar kein Geld, ja? Aber ich meine so, Obdachlose tun jetzt auch nicht allzu viel für die Gesellschaft, würde ich jetzt mal behaupten, ja? Ich glaube, ohne Witz, ich wurde schon in meinem Leben öfters von Obdachlosen angepöbelt als von Ausländern, aber das soll jetzt auch gar kein Obdachlosen-Hate werden hier oder so, ja? Ich bin mir sicher, die meisten können einfach gar nichts dafür, dass sie obdachlos werden, aber ich meine ja nur, das kommt ja auch durch den Alkohol, muss man auch dazu sagen. Und ihr fragt euch sicherlich eigentlich jetzt schon die ganze Zeit, warum hat der Typ überhaupt ein OX-Trikot an? Eigentlich habe ich das nur angezogen, damit ich euch darauf hinweisen kann, dass ich ein neues Video auf OX hochgeladen habe. Und ja, falls ihr nach diesem Video noch ein Video von mir sehen wollt, dann ja, schaut einfach mal vorbei. Und oh mein Gott, ich habe dem Typen gerade so gegeben. Mein Video hat jetzt schon mehr Klicks als das von Marcia, also bin ich eh schon zufrieden. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr trotzdem nochmal 100 Likes auf dem Video da droppen könntet. Wir sind, glaube ich, da momentan bei 86. Kann man hier Wallbang? What the fuck? Er spielt Meisterschütze und Akimbo. Aber gehen wir jetzt nochmal weiter auf Christine ein. Gehen wir mal einfach auf ihr Profil. Wow, sie hat 11 Freunde bei Facebook. 11. Ohne Scheiß, jeder Flüchtling findet im Asylantenheim in 2 Minuten mehr Freunde, als sie an Kontakten hat. Wahrscheinlich nehmen ihr die Asylanten die Freunde weg. Schweigen heißt zustimmen. Sei nicht mehr schweigsam. Es ist dein Land. Hol es dir zurück. Junge, es sind 1 Million Asylanten jetzt gerade hier. Ich meine, haben die das ganze Land erobert oder was? Ich meine, so schlecht ist das G36 nun auch nicht, dass wir direkt von unbewaffneten Leuten eingenommen werden. Besonders, und wie wollen sie überhaupt ihr Land zurückholen? Ich meine, da ist ja gar keine Aussage hinter, beziehungsweise gar keine Idee oder so, sondern einfach nur, ja, das ist ohne Scheiß, das ist so ein typisches rechtes Bild einfach nur, ja? Es wird einfach gesagt, ja, wir sind dagegen, das ist alles doof und, ja, alles soll sich ändern, alle blöd. Ja, aber eine wirkliche Idee, wie sie das denn verbessern wollen, hat irgendwie keiner. Also, wie gesagt, ich stimme auch total zu, dass es in Sachen Asylantenpolitik kein bisschen gut läuft, gerade in Deutschland. Allerdings liegt das nicht an den Asylanten, größtenteils zumindest nicht, sondern eher am deutschen Staat und an deren Organisation. Ich meine, Deutschland ist so berühmt für gute Arbeit und gute Organisation und bei solchen Sachen verkacken wir oder was? What? Jetzt sollen Deutsche aus ihrer Wohnung raus und Flüchtlinge rein können? Sprachlos. Mal ganz davon abgesehen, dass das ohne Quelle ist und das eigentlich gar nicht stimmt. Wie können sie nur? Wir Deutschen, wir würden so etwas nie machen, ja?
Wer ist das denn? Ja? Ach, Adi, du bist. Na, was geht, Dicker? Ach, du hast das auch gemacht damals. Ja? Da, also ihr habt Leute rausgeschmissen, damit Deutsche da wohnen können. Echt? Okay, was habt ihr mit den Leuten gemacht? Ach, getötet einfach. Einfach tot. Okay, wusste ich gar nicht. Das kann man auch machen. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, wieso darf Bibi das denn nicht? Hey, Angela Merkel, ich bin sauer, deswegen ganz viele Ausrufezeichen. Hier in Deutschland haben wir Familien und Kinder, die nicht ausreichend zu essen haben. Alte Menschen, die schlecht behandelt werden. Auch die, die im Krieg den Arsch hingehalten haben. Patienten, die nicht ausreichend behandelt werden. Menschen, die bis 67 arbeiten gehen sollen. War das nicht immer so mit dem 67 arbeiten? Und junge Leute, die keine Arbeit haben, aber wir geben Milliarden in Klammern für andere Länder aus, ohne zuerst dem eigenen Volk zu helfen. Wetten, dass 99% von euch sich nicht trauen, dies zu kopieren. Armes Deutschland mit ganz vielen Ausrufezeichen, damit man merkt, wie sauer ich bin. Ich trau mich. Wer noch? Na Leute, wer traut sich wohl? Christine traut sich. Und ja Leute, ohne Witz jetzt, weil Christine das auf Facebook geteilt hat mit ihrer Reichweite von 11 Freunden, ja, wird sich jetzt alles ändern. Alles wird sich ändern. Ohne Witz, weil sie es geteilt hat auf Facebook. Ihr glaubt mir nicht, ne? Ihr glaubt mir nicht. Und wenn ihr jetzt auf dieses Video hier ein Like gebt, ja, dann fliegen alle Asylanten heute noch alle zurück. Die fliegen alle zurück in ihr Heimatland, wirklich. Und da herrscht gar kein Krieg mehr. Da herrscht gar kein Krieg mehr dann, wenn ihr jetzt ein Like gebt. Ohne Witz, jetzt ohne Scheiß. Die fliegen auf Einhörnern, die auf Regenbögen fliegen, zurück. So ist das nämlich. Wenn ihr jetzt einen Like gebt, vergesst das nicht. Ich wette, dass 99%, die dieses Video schauen, sich nicht trauen, ja? Aber Leute, ich trau mich. Wer noch? Und sie macht außerdem noch so Facebook-Tests, wo du so Fragen beantworten kannst. Und da spuckt dir dann Facebook so ein extrem detailliertes Ergebnis aus. Wirklich, also wirklich, so wie bei Bravo. Gibt's immer noch bei Bravo, ja? Da kannst du auch so Tests machen und dann kriegst du so ein heftiges Ergebnis, so auf was stehen Mädchen bei dir und ganz coole Sachen gibt's das da. Ganz coole Sachen. Ah, und sie hat einen IQ-Test gemacht. Da bin ich ja mal gespannt. 140. Alter. Alter, da muss ich mir erstmal eine Effektdose aufmachen. Jetzt ist mein IQ übrigens auch 140. Ah, und zum Schluss nochmal, was werden deine letzten Worte sein? Ah, und ihre letzten Worte werden sein, aber was ist mit mir geschehen? Och, Sünde, ihre letzten Worte werden halt eine Frage sein. Und wenn sie stirbt, glaube ich, beantworte ich ihre Frage mal. Du bist eine rechte Ho geworden.